Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, Vorhang auf für die Freibad-Saison 2015. Mit mehr als 700 Teilnehmern feierte die Schwimmgemeinschaft Neukölln am Pfingstwochenende den 19. internationalen Sportbadpokal. Eine Begegnung für junge Sportler, nicht nur um gegeneinander zu schwimmen, sondern auch um sich kennenzulernen. Darum geht es bei diesem zweitägigen Event. Also wir haben hier die 50 Meter Strecken, die sind nur für die Jahrgänge 2006 und 2007 vorbehalten. Alles, was 2005 und älter geboren ist, da haben wir die 200 und 100 Meter Strecken in allen Disziplinen, das heißt Delfin, Rücken, Brust und Freistil. Natürlich steht der Schwimmsport im Mittelpunkt der Veranstaltung, doch neben perfekten Wettkampfbedingungen bietet die SG Neukölln abseits des Beckenrandes um einiges mehr. Musik, Essen, Trinken, Zeltmöglichkeiten für die internationalen Gäste, ein Breitensport-Event, das mit viel Aufwand verbunden ist, das weiß auch Bezirksstadtrat Jan-Christopher Rehmer. Ich wünschte, es wäre immer selbstverständlich, dass Vereine sich so dahinter klemmen. Das ist ja nun das Resultat von Menschen, die nach ihrem Feierabend sich hinstellen und sagen, ja, Pfingsten soll wieder unser Turnier stattfinden zum 19. Mal und nächstes Jahr wollen wir auch wieder das 20-jährige Jubiläum machen. Insgesamt kamen die Teilnehmer auf über 2600 Starts. Kühles Wasser und ein begeisterndes Publikum. Gibt es da als Schwimmer überhaupt noch was zu bemängeln? Es macht wirklich Spaß. Es ist einfach eine tolle Veranstaltung. Einfach auch für alle Leute, die hierher kommen und so. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Das Wasser ist eigentlich in Ordnung, aber Freibad ist immer was anderes als in der Halle. Und dann ist man meist auch langsamer. Naja, wenn es sonst weiter nichts ist, schaut man darüber gerne hinweg. Ein großes Kompliment also an alle Teilnehmer, Gäste und Mitwirkende. Viel Erfolg für das 20. Jubiläum des Sportbadpokals im nächsten Jahr.